Hallo und willkommen zurück zum Python-Tutorial. In diesem Video geht es nochmal um Funktionen. Und zwar gucken wir uns nochmal ein paar Besonderheiten zu den Parametern an. Und zwar Default-Werte und damit verbunden, wie wir Parameter direkt ansprechen können. Was ich damit meine, seht ihr dann. Dafür nehmen wir mal als Beispiel, dass wir uns das Volumen eines Quaders berechnen wollen. Also zum Beispiel haben wir eine Kiste und wollen berechnen, wie viel da reinpasst. Also sagen wir eine Funktion getVolume, also getVolumen, von A, B und C, weil wir ja drei Seitenlängen haben und das Volumen ist ja dann A mal B mal C. Oder wir machen das mal anders, wir sagen einfach mal Länge, Breite und Höhe. Also Länge mal Breite mal Höhe. So, dann können wir jetzt zum Beispiel einfach mal sagen, Volume ist gleich get Volume von 2, 4 und 8. Und dann sagen wir mal print. Die Kiste kann Volume. Und jetzt müssen wir uns irgendeine Einheit ausdenken. Arbeiten wir einfach mal zum Beispiel in Liter fassen. So, wenn wir das jetzt ausführen, dann berechnet er uns das. Dann haben wir, die Kiste kann 64 Liter fassen. Gut. Jetzt haben wir aber ganz bestimmte Kisten, und zwar sind die genormt, sodass die Höhe zum Beispiel immer genau, oder gehen wir hier mal zum Beispiel Quadratmeter an. Quadratmeter. Und jetzt soll die Höhe genormt sein, sodass sie immer genau einen Meter beträgt. Aber wir wollen uns immer noch offen halten, damit arbeiten zu können, wenn die Kiste mal nicht ein Meter hoch ist. Aber im Großen und Ganzen ist sie einfach fast immer ein Meter hoch. Und deswegen geben wir hier einen Default Value an. Wir sagen einfach dahinter ist gleich 1. Jetzt können wir nämlich an der Stelle hier die 8 uns einfach sparen und nur 2 und 4 angeben. In dem Fall, wenn ich das jetzt ausführe, funktioniert das immer noch. Da kommt jetzt 8 Quadratmeter raus, weil jetzt im Prinzip 2 mal 4 mal 1 gerechnet wird, denn die Höhe ist standardmäßig jetzt auf 1 gesetzt. Ich kann aber auch hier selbst irgendeine Zahl angeben, zum Beispiel eine 5. Dann wird dieser Default Value einfach überschrieben. Dann ist es egal, dass hier ist gleich 1 steht. Dann kommt jetzt in dem Fall 40 Quadratmeter raus. Das Ganze kann ich natürlich auch für die anderen Parameter machen. Ich sage zum Beispiel, die Breite, die ist standardmäßig immer 2 und die Länge ist zum Beispiel 5. In dem Fall müsste ich hier gar keine Parameter mehr angeben. Und dann würde da rauskommen 10 Quadratmeter. Allerdings kann ich nicht sagen, dass ich hier die Höhe jetzt ohne Default Value lasse, denn das Problem ist, wenn ich hier jetzt irgendwas angeben wollen würde, dann würde ich hier zum Beispiel 10 sagen, aber das würde dann jetzt erstmal als die Länge interpretieren. Das heißt, ich kann die Höhe gar nicht angeben oder die anderen beiden auch anzugeben. Aber ich muss die Höhe angeben, somit hat es keinen Sinn, dass die hier einen Default Value haben. Und deswegen ist das nicht erlaubt. Also die Höhe setzen wir wieder auf 1. Jetzt wollen wir aber trotzdem einfach mal uns vorstellen, dass wir nur die Höhe verändern wollen und die anderen beiden auf dem Default Value lassen wollen. Natürlich könnten wir einfach sagen, wir nehmen 5 und 2, denn da sind ja die Werte. Und dann sagen wir, die Höhe ist zum Beispiel 10. Aber das ist ja dann ein bisschen redundant, wenn wir die Sachen dann nochmal angeben müssen, obwohl sie eigentlich schon feststehen. Und deswegen können wir die Parameter auch direkt ansprechen, dass ich hier einfach sage, die Höhe ist gleich 10. Das ist halt vor allem sinnvoll in Verbindung mit Default-Parametern. Es geht aber auch ohne Default-Parameter. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Default-Parameter wegmache, dann funktioniert das auch, aber dann muss ich die anderen beiden trotzdem angeben. Wenn ich hier zum Beispiel sage 5 und 3 und dann die Höhe ist gleich 10, dann funktioniert das. Ich muss aber darauf achten, dass ich zuerst hier links alles angebe, was angegeben werden muss. Und dann hier rechts, sobald ich einmal dann anfange, wirklich den Namen anzugeben, muss ich alle, die noch ausstehen oder die ich bearbeiten will, wirklich auch mit dem Namen ansprechen, weil er sonst nicht zuordnen kann, an welches Argument das jetzt gehen muss. Aber ansonsten bin ich dann mit den Namen hier frei, da kann ich auch die Reihenfolge dann ändern. Das heißt, ich könnte zum Beispiel zuerst die Höhe angeben, dann Breite ist gleich 5 und Länge ist gleich 7 zum Beispiel. Also dann kann ich das so frei wählen, wie ich will. Macht eigentlich hier jetzt in dem Fall keinen Unterschied, da sowieso alles multipliziert wird, aber je nach Funktion ist das natürlich von Bedeutung. Wenn ich das jetzt ausführe, dann kommt das zum Beispiel 350 Quadratmeter raus. Gut, das wäre es dann für heute an sich auch schon wieder gewesen. Dann hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!